In dem heutigen Video stelle ich euch neue Update-Leaks vor, und zwar wichtige Informationen, die ihr wissen müsst zum nächsten kommenden Update. Es sind auf jeden Fall ein paar Sachen mit dabei, die viele von euch vergessen haben, beziehungsweise die viele von euch noch gar nicht bemerkt haben, die bereits jetzt übers nächste Update bekannt sind. Ebenfalls schauen wir uns ein paar richtig geile Update-Ideen an, und ich stelle euch ebenfalls drei neue Brawler vor, die für das nächste Update auf jeden Fall gut in Frage kommen könnten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Trage jetzt Creator Clash Games bei dir im Shop ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du meinen Namen neu bei dir im Shop eintragen. Danke für deinen Support. Beste Grüße gehen raus. Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und in dem heutigen Video sprechen wir wieder über ein paar Update-Leaks, Update-Informationen und so weiter. Ich habe einige richtig geile Sachen für euch vorbereitet. Und Leute, ihr wisst es schon mal jetzt direkt am Anfang. Falls ihr immer neue Informationen über neue Brawl Stars Updates bekommen wollt, dann seid ihr auf meinem Kanal auf jeden Fall richtig. Ich darf euch als einer der wenigen hier in Deutschland offizielle Update-Informationen vor allen anderen preisgeben. Das heißt, lasst auf jeden Fall jetzt ein kostenloses Abo da und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ebenfalls würde es mich mal wieder sehr freuen, wenn wir auf diesem Video die 10.000 Daumen nach oben erreichen könnten. Also lasst jetzt alle mal einen Daumen nach oben da und teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, damit sie das auf keinen Fall verpassen, was jetzt wieder schon Neues über das nächste Brawl Stars Update bekannt ist. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange drum rum. Let's go! Aber jetzt noch eine ganz wichtige Information, Freunde. Und zwar bin ich dieses Wochenende vom 7.2. bis zum 10.2. in Berlin. Falls ihr aus Berlin oder aus der Umgebung von Berlin kommt, ihr habt die Möglichkeit, mich in der Zeit in Berlin anzutreffen. Ich bin zusammen mit Lukas unterwegs. Das heißt, die zwei Delita-Könige sind wieder auf Reisen. Vor kurzem Hamburg, jetzt in Berlin. Das heißt, wenn ihr uns antreffen wollt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und checkt den Community-Post ab. Vielleicht machen Lukas und ich mal so spontane Ankündigungen, falls wir mal irgendwo in der Nähe sind, wo ihr uns spontan mal antreffen könnt. Und ich würde sagen, jetzt geht es richtig los. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit drei richtig coolen Sachen. Und zwar haben die mit meiner Fanpage auf Instagram zu tun. Und zwar meiner meistgefolgten Fanpage, und zwar ClashGames_FP. Ganz liebe Grüße schon mal an Leonora, die diese Fanpage leitet. Leute, lasst auf jeden Fall mal auch dort gerne ein Follow da. Einfach ClashGames_FP eingeben. Und zwar hat sie 2 Brawler entwickelt. Und zwar unter anderem, wenn ich ein Brawler wäre und wenn Lukas ein Brawler wäre. Wir fangen erstmal damit an, wie Lukas aussehen würde, wenn er ein Brawler wäre. Und ihr seht hier das Bild eingeblendet. Lukas ist ein legendärer Brawler. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Wir sehen ja einfach mal Lukas. Und zwar sehen wir hier, er trägt natürlich den der Nita-Merch. Und ebenfalls hat er eine Alva-Flasche in der Hand und ein paar swaggige Sneaker. Und Freunde, natürlich gibt es auch noch einen Clash Games Brawler. Und zwar bin ich ein mythischer Brawler. Auch ziemlich cool. Ich trage natürlich auch hier den der Nita-Merch. Und zwar die erste Version. Und ich habe auch eine Kanone in der Hand, und jetzt haltet euch mal fest, was meine Kanone schießt. Ihr wisst ja, Freunde, ich esse ganz gerne M&Ms, und diese Kanone schießt nicht einfach normale Patronen, sondern M&Ms Kugeln. Finde ich auf jeden Fall mal ziemlich cool. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es feiern würdet, wenn einfach mal die 2 der Nita-Könige auch im Brawl Stars existieren würden. Weiter geht es jetzt einfach mal mit Skin-Ideen. Und zwar habe ich natürlich auch wieder ein paar Skin-Ideen für euch vorbereitet. Und zwar einmal Cyborg Nita, Freunde. Der Nita, natürlich braucht der Nita ganz viele Skins, Freunde. Meiner Meinung nach sollte der Nita die meisten Skins im Spiel haben. Und der Nita, muss ich sagen, sieht jetzt richtig, richtig geil aus. Einfach mal als Cyborg verkleidet, und der Nita-Bär, der ist wirklich auch richtig cool. Und auch Perry das Schnabeltier bekommt einen neuen Skin. Und jetzt haltet euch mal fest, wie der Skin aussieht. Oh mein Gott. Einfach mal Mr. P Sans, Freunde. Und schaut euch den mal bitte an. Also ich erkenne da nicht mehr wirklich Mr. P.
nur noch so ein kleines bisschen. Er sieht halt noch so von den Konturen her gleich aus. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass dieser Skin auch ziemlich geil ist. Der ist, weiß ich nicht, muss sagen, der ist auf jeden Fall schon mal besser als der Agent P Skin. Und der Agent P Skin ist ja schon ziemlich cool. Und auch Max bekommt ein Skin. Und zwar Ant-Man. Beziehungsweise Ant-Max, wenn man das so sagen kann. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle hoffentlich Ant-Man. Und ihr seht hier, das hat einfach mal Max im Ant-Man-Kostüm. Auch ziemlich geil. Aber das war's noch nicht mit den Update-Ideen, Freunde. Weiter geht es jetzt mit einer richtig geilen Idee. Und zwar habe ich das auch schon ganz schön oft vorgeschlagen. In Brawl Stars fehlt uns noch so ein wirklicher Party-Modus. Und zwar hat sich hier jemand von Reddit einmal Party-Events ausgedacht. Es gibt dort drei verschiedene Modi. Der erste Modus ist Crown Hunt. Bei Crown Hunt gewinnt der Spieler, der am längsten die Krone auf hat. Alle anderen Gegner haben natürlich die Möglichkeit, in der Zeit euch anzugreifen, um euch zu besiegen. Und wenn euch einer tötet, bekommt der, der euch getötet hat, am Ende die Krone. Und er hat dann auch noch mal die Möglichkeit, so lange wie möglich diese Krone aufzubehalten, beziehungsweise zu überleben. Der dann am Ende insgesamt am längsten die Krone auf hatte, hat gewonnen. Der zweite Modus ist Farbkrieg. Hierbei habt ihr einen Farbball in der Farbe eures Teams und ihr könnt sowohl mit diesem Farbball Schaden an euren Gegnern machen, aber ihr könnt diesen Farbball auf die gegnerische Fläche werfen, die halt in der gegnerischen Farbe ist. In dem Fall wärt ihr jetzt zum Beispiel Team Blau, habt blaue Bälle. Und die müsst ihr auf die rote Fläche der Gegner werfen und die blau anmalen. Und das Team, was zuerst das gegnerische Feld in der eigenen Farbe angemalt hat, das Team hat gewonnen. Und der dritte Modus ist Polizei und Banditen. Cops und Banditen ist auch ziemlich einfach. Es gibt 4 Polizisten und 6 Banditen. Und die 4 Polizisten müssen es schaffen, die 6 Banditen ins Gefängnis zu bringen. Wobei die Banditen jeweils nur ein Leben haben und die Polizisten 2 Leben. Und es gibt auch einen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist nicht bekannt, welcher Polizist diesen Schlüssel hat. Nur die Polizisten untereinander wissen, wer den Schlüssel hat. Und wenn dieser Polizist 2-mal getötet wird, das heißt offiziell ausscheidet, dann hat das Banditenteam automatisch gewonnen, weil sie dann den Schlüssel bekommen haben und alle anderen wieder aus dem Gefängnis befreien können. Auch ein ziemlich geiler Modus. Als nächstes würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Update-Leaks zu sprechen, beziehungsweise zu den Sachen, die ihr vielleicht noch nicht mitbekommen habt. Und zwar ist Punkt Nummer 1, die Halloween Brawl Stars Animation. In dieser Halloween Brawl Stars Animation wurde damals der neue Brawler Ems geleakt. In dem gleichen Frame, wo Ems zu sehen ist, wurde ebenfalls ein Brawler gefunden, beziehungsweise ein Kandidat, Charakter, keine Ahnung was gefunden, der bisher im Spiel noch nicht zu finden ist. Und ihr müsst eine Sache wissen. Jede Sache, die Supercell in irgendeiner Animation anteasert, die ist auch irgendwann dann im Brawl Stars offiziell zu finden. Das war bisher immer so. Und dieser kleine Kopf, der unter Franks Steg zu sehen ist, das ist ein Brawler bzw. ein Charakter, der bisher im Brawl Stars noch nicht aufgetaucht ist und bisher ist auch noch nicht bekannt, was das für ein Brawler ist. Das heißt, Stand jetzt haben wir immer noch eine Sache offen, die bisher noch nicht im Spiel vorhanden ist. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann wir diesen Fischkopf im Spiel sehen werden. Auch eine Sache, die ihr wahrscheinlich noch nicht wisst, und zwar wird Spike niemals eine Stimme bekommen. Das hat Frank offiziell bestätigt. Und zwar hat Frank einen Post gemacht, dass Daryl vielleicht mal eine Stimme bekommt, aber Spike wird niemals eine Stimme bekommen. Dann hat auch mal jemand nachgefragt, warum Spike denn keine Stimme bekommt. Und Frank hat gesagt, dass Spike nicht spricht, ist ein Teil seines Charakters. Das heißt, wir erfahren jetzt, dass Spike niemals eine Stimme bekommt. Auch eine Sache zum letzten Update, und zwar zu Hot Zone. Da hat Ryan eine kleine Umfrage gestartet, und zwar hat er gefragt, wie Hot Zone bei den Zuschauern, beziehungsweise nicht bei den Zuschauern, sondern bei den Spielern ankommt. Und dabei haben 86,4% gesagt, dass sie den neuen Modus lieben. Dann hat einer verständlicherweise nachgefragt, ob dieser Modus permanent bleibt. Und Ryan hat gesagt, dass es dafür eine Chance gibt und dass sie auf jeden Fall diese Daten in Beobachtung halten. Das heißt, vielleicht wird Hot Zone ab jetzt ein Modus sein, der nicht mehr aus Brawl Stars verschwindet. Wer weiß. Und jetzt auch noch eine ganz coole Sache. Und zwar wurde ein neuer Brawler geleakt. Und zwar hat Danny da auf einen Post von Frank geantwortet, der etwas wohl anscheinend nicht geplantes gepostet hat. Und zwar sieht man hier den neuen Brawler. Keine Ahnung, was er kann.
Nein, Spaß, Leute. Das Ganze ist natürlich nur ein kleiner Scherz, auch von Danny und von mir. Frank hat ja einfach irgendwas gepostet von Cheesy Nacho Balls, wobei halt irgendwie der Charakter von Cheesy Balls abgebildet ist. Und Danny hat dann einfach als Joke so eine Nahaufnahme von dem Brawler gemacht und hat neuer Brawler, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen dazu geschrieben. Und nein, Leute, das wird kein neuer Brawler. Jetzt noch mal eine ganz witzige Update-Idee, die ich gefunden habe. Und zwar für Solo Showdown. Dass es ab jetzt eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass eure Box eine hungrige Box ist. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Clash Games, was meinst denn du damit? Wenn ihr eine Box angreift, dann gibt es halt eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass diese Box einfach eine hungrige Box ist und euch zurück angreift. Aber er hat diese Box dann 6000 Leben, macht 500 Schaden pro 0,5 Sekunden, ist sehr schnell, vergleichbar mit Max, wobei die Reichweite nur ziemlich klein ist. Und wenn ihr dann diese Box kaputt macht, bekommt ihr 2 Power Cubes. Und jetzt, Freunde, gibt es nochmal 3 coole Brawler zum Abschluss. Ihr habt wahrscheinlich alle drauf gewartet. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Brawler. Der erste Brawler ist das sogenannte Gem-Monster. Dieser Brawler ist entstanden anhand eines Konzepts, was Kairos Timer so in den Raum geworfen hat. Ihr seht hier den Brawler eingeblendet. Man hat hier leider keine großen Informationen über ihn. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das ein ziemlich langsamer Brawler ist und dass er vielleicht irgendwie Gems oder sowas wirft. Aber ansonsten könnt ihr mir ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was das Gem-Monster Slab kann. Brawler-Konzept Nummer 2 ist Kit. Kit ist ein legendärer Brawler. Als Hauptattacke schießt Kit aus ihren Armen 2 blaue Feuerbälle und ihre Superattacke ist sozusagen ein Flammenwerfer, den sie kurze Zeit auf die Gegner sprühen kann und alle Gegner halt für die Zeit angezündet werden und extrem viel Schaden bekommen, denn ich meine Flammenwerfer, der ist halt schon ziemlich krass. Ansonsten ist auch nicht so viel über Kit bekannt, ihr seht aber hier wie gesagt so wie Kit aussieht. Schreibt mir auch zu Kit mal eure Meinung in die Kommentare. Und der letzte Brawler erinnert mich sehr an die Boxerin. Und zwar ist es der Brawler Venus. Wobei Venus einfach die ungeänderte DNA bzw. eine Art Gift bekommen hat. Weshalb einfach das davor die Boxerin war und aus der Boxerin halt Venus entstanden ist. Weil die irgendwie ein falsches Gen bekommen hat oder halt wie gesagt vergiftet wurde. Venus greift auch einfach mit den Fäusten an, hat aber eine größere Reichweite, macht dafür aber weniger Schaden. Und bei der Superattacke wirft Venus beide Arme weg und diese Arme gehen dann auf die Gegner los und boxen die im Nahkampf. Muss ich sagen, auch komplett crazy alleine die Idee, aber auch auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooler Brawler. Schreibt mir, wie gesagt, zu den 3 Brawlern gerne eure Meinung in die Kommentare. An der Stelle, Leute, würde ich euch einfach mal sagen, was jetzt hier mit dem Video. Gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Euer Clash Games und ciao.